so ein ganz schönes Schlüsselerlebnis für mich als Kind. Und zwar habe ich im Alter von 6 Jahren im Fernsehen die Berliner Philharmoniker gesehen. Und zwar im Besonderen die 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker. Die haben damals im Fernsehen die Titelmusik von Pink Panther gespielt. Und das hat mir so gefallen, das war so lustig. Und ich habe meinen Eltern gesagt, das muss ich auch machen. Und am nächsten Tag habe ich meine erste Cellostunde bekommen. Ich bin Jeremias Fliedl und melde mich hier aus dem wunderschönen Salzburg. Hier habe ich die letzten Jahre studiert und ich freue mich sehr, heute Ausschnitte aus meinem Debütalbum Transformation zu präsentieren. Ich bin wahnsinnig glücklich und dankbar, jetzt mein erstes eigenes Album in Händen zu halten. Also ein Traum für jeden Musiker, der hier in Erfüllung gegangen ist für mich. Das Cello kann alle Stimmlagen imitieren, das ist ja der große Unterschied. Dass eine Geige kann nie einen Bassbariton imitieren und ein Kontrabass kann auch nie einen Sopran imitieren. Aber ein Cello kann eben alles, oder sagen wir fast alles. Das kommt bei Villa-Lobos auch schön zur Geltung. Ein schönes Detail noch zu Villa-Lobos. Und zwar habe ich dieses Werk ausgewählt, weil ich hier meine Leidenschaft zur Tontechnik ein bisschen ausprobieren wollte. Ich habe alle 9 Stimmen selbstständig hier in dieser Kapelle hinter mir aufgenommen und geschnitten und produziert. Und ich muss schon zugeben, ich bin ein bisschen stolz drauf. Das Württembergische Kammerorchester Heilbronn, das ist eines der tollsten Kammerorchester in Deutschland und mit einem Dirigenten, mit dem ich wirklich schon seit Jahren befreundet bin. Also mehr kann man sich nicht wünschen. Salzburg ist wunderschön. Für mich machen Menschen immer die Stadt und deswegen werde ich hier immer sehr gerne zurückkommen. Was ich aber auch sagen muss, die Salzburger Nockerln sind einfach unschlagbar.